Also die Frage ist, wie findet man alle Lösungen? Wenn man eine gefunden hat. X0, Y0 gefunden hat. Antwort, die gebe ich mal. Sie nehmen Ihr bereits gefundenes x0 und addieren da Folgendes drauf. Eine ganze Zahl mal b durch den GGT von a und b. Und von Ihrem y0 ziehen Sie das, was so ähnlich aussieht wie das hier, ab. Da multiplizieren Sie jetzt aber a am z ran und teilen durch den GGT von a und b. Sie erinnern sich, gestern hatten wir mit 6 und 9 so eine Gleichung da gehabt. Und dann haben Sie von der 6 so und so viel mal die 9 abgezogen und von der 9 so und so viel mal die 6 dazu addiert oder so. Ne? Das heißt, Sie hatten das gerade getauscht und dann haben Sie festgestellt, damit kriegt man gar nicht alle Lösungen, sondern eigentlich muss man 3 und 2 nehmen, also 6 und 9 durch den GGT teilen. Und das ist genau das, was hier steht. Also, ne? Ich addiere zu x0 ein Vielfaches von b durch den GGT von ab dazu. Und von y0 ziehe ich gleichzeitig das entsprechende Vielfache von a durch den GGT von a und b ab. So, das heißt, das sind alle Lösungen für beliebige z aus z. Machen wir eine Mengenklammer drum. Das ist meine Lösungsmenge. So. Jetzt wollen wir wissen, also ich erzähle es einfach, so bildet man die. Ja? Gestern haben wir eine erste Intuition entwickelt. Jetzt beweisen wir, dass das tatsächlich auch die Lösungsmenge ist. Das bedeutet, wir müssen jetzt wiederum zwei Dinge zeigen. Einmal, alle diese Zahlen sind eine Lösung. Und dann müssen wir zeigen, dass es nicht noch mehr gibt. Das heißt, dass jede Lösung auch genau diese Form hat. Also erstmal zeigen wir, jede Zahl, jedes Paar dieser Form ist eine Lösung. Und dann zeigen wir, dass wenn wir dann noch irgendein anderes haben, dann ist es aber trotzdem genau von dieser Form. Es kann keine weiteren geben. So, wie zeigt man, dass dieses Paar eine Lösung ist? Naja, man setzt es ein. Ja? Also, wir zeigen jetzt, dass dieses Paar hier eine Lösung ist. Wir wissen ja bereits, a mal x0 plus b mal y0 ist gleich c. Wir haben schon eine Lösung gefunden, das ist eine Lösung. Jetzt bilden wir eine weitere Lösung und gucken, ob das auch stimmt. Dann setzen wir es mal ein. A mal x0 plus z mal b durch GGT AB. Plus b mal y0 minus z mal a durch GGT AB ist gleich, da muss c rauskommen, ne? Jetzt klammern wir mal, klammern wir mal aus, also a mal x0 plus a mal z mal b durch den GGT AB, also plus a ZB, schreiben wir es mal so hin, durch den GGT AB plus B mal Y0 minus B mal Z mal A durch den GGT AB ja, das hier ist das gleiche, ne? Fällt weg. Bleibt übrig ax0 plus by0 und das ist gleich c.
weil wir wussten, ja, x und y0 ist eine Lösung. So. Also wenn ich eine Lösung x und y0 habe und irgendein Z hernehme und so ein Konstrukt bilde, ist das auch eine Lösung. Jetzt müssen wir noch wissen, dass es auch keine weiteren Lösungen gibt. Und da müssen wir jetzt mal von ausgehen, wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Wir haben eine weitere, eine zweite Lösung gefunden. Die nennen wir jetzt mal x und y. Angenommen, xy ist weitere Lösung. Also wir haben x0, y0 und wir haben jetzt auch noch x und y gefunden als weitere Lösung. Und jetzt wollen wir überlegen, und das leiten wir her, dass die dann auch exakt diese Form da hat. Ja? Dass die exakt da schon mit drin ist in der Menge, dass wir damit wirklich alle erwischt haben. So, also wir wissen jetzt, a mal x plus b mal y ist eine Lösung. Wir wissen aber auch, a mal x0 plus b mal y0 ist eine Lösung. Jetzt können wir ja einfach mal die eine von der anderen abziehen. Wir ziehen die untere, die untere Gleichung von der oberen ab. Dann steht da a mal x minus x0 plus b mal y minus y0 ist gleich c minus c0. Jetzt hole ich mal das auf die andere Seite rüber. Dann steht hier a mal x minus x0 ist gleich b mal y0 minus y. Ich hole das hier auf die andere Seite rüber. Dann steht ja eigentlich da minus b mal y minus y0 und das Minus ziehe ich in die Klammer rein und kann die beiden rumdrehen. So. Huch, schmeiß schon die Kreide weg hier. Ah. So, außerdem wissen wir, ich mache erstmal weiter, ne? Wir können beide Seiten durch den GGT von A und B dividieren. Das kann ich auch machen. Ich weiß ja, A ist durch den GGT teilbar von A und B, B auch, also kann ich beide Seiten durch den GGT von A und B teilen. Durch GGT AB. So, dann steht links a durch GGT AB mal x minus x0 ist gleich b durch den GGT von a und b mal y0 minus y. Okay, jetzt folgende Überlegung. Ich weiß, dadurch, dass ich das so hingeschrieben habe, dass dieser Ausdruck b durch GGT von a und b die linke Seite teilt. Denn es gibt irgendeine ganze Zahl, die ich daran multiplizieren kann, sodass die da rauskommt. Also dieser Ausdruck b durch GGT von A und B teilt die linke Seite. Ich weiß auch, dieser Ausdruck und dieser sind teilerfremd. Wenn ich A und B durch deren GGT teile, sind beide Zahlen teilerfremd. Das heißt also, dass diese Zahl hier mit ihrer Primfaktorzerlegung komplett hier drin enthalten sein muss. Diese Zahl teilt die ganze Seite. Diese und diese sind teilerfremd, also muss diese Zahl diese teilen. Daraus folgt b durch GGT von a und b teilt x minus x0. Daraus folgt, es gibt irgendein Z mal diese Zahl hier,
Langsam bereue ich, dass ich nicht einfach mal D definiert habe als größten gemeinsamen Teiler. Z mal diese Zahl ist gleich x minus x0. So, und jetzt lösen wir nur noch x auf, ne? Dann steht hier, x ist gleich x0 plus zb durch ein GGT. So. Was Sie jetzt machen können, ist, man nimmt jetzt das hier, z mal b durch ein GGT von ab, und setzt es hier ein. Ja? Ich ersetze jetzt x minus x0 durch z mal b durch GGT ab. Ich weiß, das hier steckt komplett da drin, also kann ich das dadurch ersetzen. A durch den GGT von AB, machen wir es wirklich konsequent bis zum Ende hier, so, mal Z mal B durch den GGT AB ist gleich B durch den GGT AB mal Y0 minus Y. So, dann sieht man das und das steht auf beides auf der gleichen Seite. Daraus kann ich folgern, y0 minus y ist gleich a durch den GGT ab mal z. Und jetzt bringe ich noch y auf eine Seite, also y hier rüber, die rechte Seite abziehen, dann steht da, y ist gleich y0 minus a mal z durch den GGT ab. So, also wenn ich irgendeine Gleichung x und y, wenn ich irgendeine Lösung x und y gefunden habe, dann hat die exakt diese Form. Ja. Damit finde ich alle Lösungen.